Ich denke, ich baue es mal von der anderen Seite. So, wo bin ich hier? 300. Warte, so. 378. 378,3. Okay, schreibe ich mir auch nochmal auf. 378,3. So. Na, jetzt laufe ich gegen die Wand. Okay, los geht's. Ich habe gedacht, ich renne in die Richtung. Okay, 378,3 habe ich mir aufgeschrieben und das andere ist 187,5. Das sind aber jetzt nur Zahlen, aber ich weiß ungefähr, was die bedeuten. Das ist das Wichtige. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie beschriftet. Also in der nächsten Aufnahme habe ich keine Ahnung, was das für Zahlen sind. Deswegen muss ich das jetzt alles schnell machen. Ich mache mal das hier kurz aus. Muss man ja gar nicht mehr anhaben, da ich jetzt nur zur anderen U-Bahn-Station laufe. Boah, ich habe schon gedacht, wieder ein Creeper. War nur ein Zombie. Boah, zum Glück. Ich mag Zombies. Also ehrlich gesagt mag ich Zombies. Hier in Minecraft zumindest. Weil, ja, die explodieren halt nicht wie Creeper. Und Creeper sind halt böse. Das Böse. Ja, ja, ja. So, das ist zu. Und dann ab in die U-Bahn-Station. Hier sind auch keine Monster in der Nähe, komischerweise. Weiß ich gar nicht, wieso. Vielleicht ist die U-Bahn-Station einfach so erleuchtet. Oh mein Gott. Ach. Ach, Kacke. Ich habe hier nicht alles zugebaut. Oh Mann. Ah, nee. Ach, komm. Ja, das ist ja easy. Aber hier muss ich ja nur mit Erde zu bauen. Ich habe gedacht, ich habe irgendwo in der Decke ein Loch und ich habe ja keine Steinziegel mehr. Das geht ja alles. Ja, easy. Fuck. Fuck. So. Oh. Das war's auch. Was? Ja, so easy. Dann das hier da unten auch nochmal. Zack, zack. Das hier ist. Okay, das hier habe ich schon mal fertig. Ist ja blöd. Mann, da musste ich weiter reinbauen. Zap. Alles abbauen. Komm, schwimm da rein. Dann baue ich das hier mal kurz zu, alles. Zack, zack. Dann baue ich das hier mal zu. Scheiße, es regnet jetzt. Das ist blöd. Aber zum Glück hier unter der Erde oder unter Wasser oder so hört man den Regen nicht so stark. Weil eigentlich stört der Regen, finde ich, recht stark. Also der ist recht laut, hier in Minecraft zumindest. Im Real Life finde ich Regen gar nicht mal so schlecht. Also das hört sich auch ganz beruhigend an. Und jetzt beim heißen Wetter kühlt es etwas ab. Alles, also die ganze Umgebung und so und der ganze Regen. Weil in der Luft ist es halt kalt da oben und bei uns ist es halt warm. Und wenn die dann das kalte Wasser runterkommt, dann kühlt es halt alles ab. Das ist ganz angenehm. Oh Mann, habe ich wieder verkackt. Und Mann, jetzt habe ich wieder viel zu wenig zugebaut. Aber ich habe auch eigentlich ganz wenig Erde dabei. Das ist auch blöd. Ich musste eigentlich mehr haben. Damit ich das hier chilliger abbauen, zubauen kann und so. So, ich denke, das ist jetzt das letzte hier. Ne, doch nicht. Doch, das ist jetzt die letzte Reihe, die ich jetzt zubauen muss. So, das ganze Wasser ist weg. Ja, so läuft das Game. So, und dann kann ich jetzt einfach da reinbauen. Okay. So. Scheiße. Jetzt ist die Schaufel weg. Muss ich mir mal gleich eine neue craften. Ich denke, ich crafte sie lieber jetzt sofort. Ja, ich habe noch Stöcke genug. Und Eisen habe ich auch noch. Also solange ich noch Eisen habe, kann ich sie noch craften. Schöne Spinne. Oh, das. Na Mann! Creeper, komm her! Stell dich deinem Tod! Boah, Spinne, verpiss dich! Hau ab, Spinne! Ich will doch nur den Creeper. Schwimm! Na! Ah! Mann, wieso muss ich auch ins Wasser reinfallen? Ach Mann. Jetzt ist hier so ein Loch. Blöd. Ich hasse das. Ich hasse Creeper, Mann. Blöd. So. Boah, ja, heute läuft aber auch gar nichts. Die ganze Zeit die Creeper hier. Mann, jetzt kann ich das hier nicht zubauen. Die ganze Zeit hier ein Creeper am explodieren. So. Das hier geht zu. Ja, dann sieht es doch ganz okay aus. Oder? Nein, sieht immer noch scheiße aus. Ja, irgendwie so. Komm, so sieht es okay aus. So sieht es ganz okay aus. Und dann nehme ich mal hier eine Schaufel beziehungsweise craft eine. Und dann gehe ich mal weiter runter. Ich habe jetzt auch vier Rosen dabei. Rosenstrauch. Oh, ja, jetzt wird mein Regen gar nicht mehr so stark. Zum Glück. Scheiße, da ist noch Wasser. Oh, ich habe gedacht, das ist was. Mann, jetzt ist hier noch Wasser. Oh Mann. Wie baue ich das hier? Ja, ich baue das mal so zu. Ah, hier ist auch ein bisschen dunkel. Habe ich schon Glowstone? Nein, habe ich nicht. Scheiße, ich habe gar nichts.
Wieso? Warte mal, habe ich nicht irgendwo Glowstone noch gehabt? Och kacke, ohne Glowstone kann ich auch nicht wirklich weiterbauen. Mann! Mit Fackeln will ich auch gar nicht ausleuchten. Ich will sofort alles richtig. Mann, ich habe gar nicht. Da muss ich wohl in die Hölle. Ah, wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Wisst ihr das? So, ich check mal, ob ich Glowstone habe. Mann, ich war voll unvorbereitet. Scheiße. Ich kann mir jetzt mal ins Haupthäuschen. Vielleicht habe ich dort ein bisschen Glowstone. Ich check mal kurz. Okay, da ist nichts. Ich check mal hier kurz die Kisten. Vielleicht gibt es noch unten etwas. Vielleicht habe ich unten noch etwas liegen gelassen. Was sehr unwahrscheinlich ist. Da sind die Öfen. Vielleicht ist da noch ein bisschen Stein gebraten. Nein, doch, gar nicht wahr. Vielleicht hier noch was? Nein, nein, alle Kisten leer. Habe ich alles ausgeleert, alles ins Hauptlager rüber transportiert. Muss noch was übrig sein. Ach, ja, hier ist noch eine Schallplatte und so. Hallo, ich wollte das mitnehmen. Scheiß, kein Inventarplatz. Ich lege mal den Feuerstein raus. Nein, nein, okay. Dann lege ich mal das lieber oben raus. Die ganzen Ressourcen von dort unten. Die Rüssel nehme ich mal mit. Nehme ich mal die Knochen mit, den Zaun. Ja, die Glasscheiben lasse ich mal hier. Boah, schon drei Schallplatten, gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, dann laufe ich mal ins Hauptlager. Ah, Mann. Ich hoffe und hoffe doch, dass es dort etwas Glowstone gibt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil ich möchte doch... Ich möchte echt sofort alles richtig bauen. Also ich mache es ungern erstmal Vorversion, nachdem man die Vorversion gemacht hat, danach das verbessern. Ich will das sofort, dass alles sofort fertig ist. Also ich mache es ja ungern erstmal irgendwie vorfertigen, danach irgendwie ausbessern, was weiß ich, was alles. Lieber sofort alles, anstatt zweimal sich die Arbeit zu machen. Ich bin halt faul. Müsst ihr wissen. Ich bin halt sehr faul. Ja, und ja, deswegen mache ich lieber alles sofort, als erst später. Also erstmal mit Fackeln ausleuchten, nach mit Glowstone. Im Nachhinein, das finde ich blöd. Wo hab ich hier? Ich wollte hier die ganzen Sachen auslegen. Habe ich noch. Nein, keine Hühnersachen. Aber ein paar Monster-Sachen habe ich dabei. Ich habe auch ein paar Blumen. Wo habe ich eigentlich hier die Blumen? Habe ich eigentlich. Doch, da sind die Blumen. Ich wusste, dass ich noch eine Blumenkiste habe. Da kommen die Knochen raus. Schwarzpulver. Ah, ich kann auch die Weed und dann die Seed und so alles rauslegen. Aber nee, lass ich mal. So, alles hier sicher. Eine Monster und so. Zack, zack. Ja, ich wollte hier abchecken, ob ich hier Glowstone habe. Nein, was für nein? Natürlich habe ich noch. Ich wusste, dass ich noch Glowstone habe. Ah, ja, ja. Ich habe noch ein bisschen Redstone. Gold. Glowstone Staub. Ich habe hier noch. Ja, ich wusste, dass ich noch Glowstone habe. Ich wusste, dass ich noch einen Stack habe. Das war mir bewusst, ich wusste das. Deswegen bin ich auch zurückgekehrt. Und ich kehre dann zur Baustelle nicht mit leeren Händen zurück. Oh, ich habe noch Blumen. Kann ich auch noch rauslegen. So, hier nochmal raus. Ah, ich habe hier noch Tintenbeutel, aber das ist halt farbig und so. Also ich habe noch ein bisschen Redstone, lege ich auch nochmal raus. So. Lege ich mein Diorit und so an, das sieht raus. Wo habe ich das hier? 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 Ja, hier habe ich es. Ach, oh ne, doch, alles okay. Diorit und, ne, das war Andesit. Ne, das ist Diorit, okay. Ich denke, das ist Andesit, ja, das ist Andesit, okay. Und dann gehe ich mal auch weiter bauen. Huhu, alles chillig. Alles chillig, boah, es ruckelt ein bisschen. Boah, das Game läuft nur auf 20 FPS. 23, 24. Das ist ein bisschen ruckler hier am Start. Ist auch wegen dem Livestream, weil das halt ein bisschen Ressourcen frisst. Aber ich verstehe es eigentlich gar nicht. Ich habe 8 Prozessoren, ich habe einen AMD, 8 Kerne. Und trotzdem leckt das Game. Also, obwohl nicht alle Prozessoren auf 100% belastet sind. Das verstehe ich gar nicht. Die Grafikkarte ist auch gar nicht vollkommen ausgelastet. Und das Spiel leckt trotzdem. PC, wieso weißt du dem Spiel nicht mal ein bisschen mehr Ressourcen zu? Also, das, ich habe Ressourcen im Übermaß, aber trotzdem... Ja, ich verstehe einfach meine eigenen Spiele nicht. Cities Skylines auch nicht. Das ruckelt bei mir auch, obwohl das eigentlich gar nicht so viele... Obwohl es den Prozessor nicht ganz auslastet. Aber es lastet meine Grafikkarte fast vollkommen aus. Also zumindest das Grafikkartenrahmen. Also Grafikkarte. Also es gibt Grafikkartenrahmen, Grafikkartenprozessor und so. Tralala. Ich will jetzt mich nicht da rein vertiefen. Und der Prozessor da von der Grafikkarte wird eigentlich, denke ich mal, gar nicht auf 100% ausgelassen. Trotzdem ruckelt es. Ich verstehe einfach einige Spiele gar nicht so. Oh, ah, hier fehlt ja noch ein Glowstone. Hier hat schon gefehlt. Okay, so. Dann ist hier auch genug. Dann baue ich mal weiter. Blablabla.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach man, jetzt kommt erst der 10. Block. Ach blöd. Da kam der 10. Block. Oh hier. Yeah. Oh hier, yeah, hier, yeah, hier. Yeah. Das ist aber auch schon mal weg. Glitch, glitch, lalalala. Da oben kommt das hin. Zack. Na, mau, ich den Stein hier ab. Nein. Das hier geht weg. Da, scheiße, da kommt die normale Erde hin. Ah, ich habe jetzt keinen Steinzieg, um das sofort richtig hinzubauen. Ach man, ich hasse das. Ah, dann muss ich doch wohl mit Erde das bauen. Aber dann habe ich zumindest das Glowstone sofort hingebaut, weil ja, sonst muss ich das nochmal später alles abzählen und so. Zack, zapp. Dann baue ich das hier ab. Klatsch, klatsch. Dann baue ich wieder in diese Richtung weiter. Ich hoffe doch, jetzt kommt kein Wasser mehr. Ah ne, ich denke doch, das Wasser kommt doch. Och man, wie viel Wasser ist denn da noch? Och nö, ich denke das. Okay, da ist kein Wasser mehr. Okay, das ist gut. Das ist schon mal gut. Zack, zack, zack. Das ist schon mal geschafft. Dann baue ich hier das Gravel hier ab. Gravel ist eigentlich auch eine gute Ressource. Daraus kann man auch ganz gute Sachen bauen. Schöne Sachen bauen, aber ich greife lieber zu Steinziegeln oder so zurück, als irgendwie zu Gravel. Oder ich baue das irgendwie aus Holz oder so. Obwohl man Gravel auch ganz gut damit auch bauen kann. So, jetzt gut, check ich mal, wo ich denn hier genau bin. Weil das geht mir richtig auf den Sack, dass ich hier irgendwie... Aha, okay, aha. Dann muss ich das hier eigentlich nur zubauen. So, und dann müsste ich kein Problem mehr mit dem Wasser haben. Dann baue ich das hier auch ab. Zack. Jetzt gibt es auch kein Problem mit dem Wasser. Hoffe ich doch mal. So. Wow, Donnerblitz, wow, ich habe Angst. Nein, gar nicht wahr. Aber trotzdem, das erschreckt mich doch. Also in Minecraft ist Donnerblitz eigentlich sehr selten. Im Real Life ist eigentlich auch sehr selten. Also. Aber es kommt mir irgendwie gar nicht so vor im Real Life, dass es selten ist, so Donnerblitz. Aber hier in Minecraft, da bemerkt man es auch echt, dass es hier selten ist, dass so ein... Wie nennt man das genau? Ein... Ach man, wie heißt das? Wetterereignis oder so? Oder, ja. Man, jetzt regnet es hier rein. Jetzt muss ich das zubauen, weil es hier reinregnet. Zack. So, dann baue ich mal weiter. Beziehungsweise ich besorge Stein, also so mit dem Abbauen hier besorge ich langsam Stein. Dass ich dann später braten kann, daraus dann Steinziegel machen kann. So, das hier geht weg. Zack, zack. Alter, was ist das? Muss ich zubauen? Mann, ach, jetzt kommt das auch viel. Jetzt muss ich voll viel zubauen, weil ich habe keinen Bock auf den Regen und so. Und hier in Minecraft ist auch gefährlich, dass ein Blitz überall einschlagen kann und dann auf einmal. Der kann in eine Straße reinschlagen. Oh, das wäre richtig scheiße, wenn er in eine Straße reinschlägt, der Blitz. Dann, geht die Straße flöten, also die Wege. Ich habe sie ja alle aus Holz gebaut. Eieieiei. Dann geht etwas flöten. Ein bisschen viel. Weil ich habe ja in der 20. Folge Minecraft mal hier alles angefangen abzufackeln. Und dann ist leider auch dann ganz wie verbrannt. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, falls ihr Lust drauf habt. Die 20. Ja, Special Folge, da der Zuschauer, mit dem ich mich sozusagen verabredet habe, dann auf einmal nichts gesagt hat. ja, das fand ich halt auf jeden Fall etwas blöd, aber ja, da habe ich halt auf jeden Fall alles angefangen abzufackeln. Das wollte ich eigentlich schon länger machen, alles abzufackeln, hatte ich mal schon länger Bock. Habe ich auch Zuschauer angesprochen, ja, du baust ja alles aus Holz, bei dir kann man alles abfackeln und wenn ich dann der Zuschauer bin, dann fackel ich bei dir alles ab und so, tralala. Und dann habe ich das einfach mal selber gemacht. Auf jeden Fall war ganz lustig, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, was ihr Lust drauf habt. So, Bruchstein? Boah, jetzt muss ich das schon mit Bruchstein zubauen. Mein Gott! Doofes Gravel. Wieso bist du hier? Mein Gott, wie viel auch hier Gravel ist! Mann! Ich hasse Gravel und Sand, wenn man hier baut unter der Erde. Das hasse ich auf jeden Fall. Ach ja. Aber leider kommt man da dran nicht vorbei. Das ist halt eine Ressource oder halt ein Stoff hier. Oder ein Block. Ne, sagen wir mal einfach ein Block hier in Minecraft. Boah, ich habe da Lava gesehen. Wo ich das hier abgebaut habe.
Okay, also manchmal passieren ja auch Bugs in Minecraft, dass wenn man hier Blöcke abbaut, dass man auf einmal durch Wände sieht. Früher waren die Bugs ganz extrem. Oh mein Gott, jetzt ist hier so ein. Uah! Der Blitz ist eingeschlagen. Scheiße, ich muss abchecken, ob hier alles verbrannt ist. Scheiße, scheiße, scheiße! Ich hab jetzt Angst. Uah, hier ist eine Spinne. Uah! Ich hab mich aber jetzt echt erschrocken. Also Blitz und Spinne, das ist schon gefährlich. Boah, die hat mich voll angesprungen. Oh mein. Uah! Zombie, hau ab! Alter, ich hab voll Angst, dass bei mir hier alles verbrennt, Mann. Oh, ich hoffe doch, dass es... Mann, weil sonst muss ich dann alles ganz... Wow, da habt ihr gesehen, der Blitz ist ins Wasser eingeschlagen. Ich hoffe... Wow, da ist wieder was eingeschlagen. Oh, ich hoffe doch, dass der Blitz nur ins Wasser einschlägt. Hoffe ich doch mal. Ich hab gedacht, da brennt was, aber das war noch Glowstone. Oh, zum Glück. Puh, vielleicht sollte ich mal einfach mich beruhigen. Und ja, falls dann halt was abbrennt, dann kann ich das halt wieder neu bauen. Aber bei mir ist halt alles mit hölzernen Straßen verbunden. Und wenn mal eine Straße anfängt zu brennen, verbrennt die ganze Straße. Und das ist blöd. Deswegen habe ich halt auf jeden Fall Angst. Egal, so auf jeden Fall. Ich werde einfach weiterbauen und mich beruhigen und was weiß ich was alles. Und alles ganz chillig. Mann, komm, ich lasse mir jetzt einfach die Decke hier oben offen. Ich hoffe doch, dass dann kein Creeper hier reinspringt und hier alles explodiert. Und baue dann einfach mal hier ganz gechillt weiter. Ich weiß auch gar nicht, wann man hier wieder Glowstone hinklatschen muss. Was? Nein, da kommt Wasser! Nein! Jetzt kommt da noch Wasser. Och Mann. Wasser, weißt du, wie ich keinen Bock auf dich habe? Wo bist du? Wo kommst du her? Du, zeig dich. Zeig dich! Ach, du kommst von hier her. Wo? Oh, Wasser. Okay, das ganze Wasser ist weg. Das ist super. Ah ne, das ist Kies. Das kann man lassen. Okay. Ich muss mal abziehen. Oh, ich denke, bald muss wieder Glowstone hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Hier hin. Okay. Hab ich Glowstone. Zack. So und so. Okay, dann habe ich nochmal ausgeleuchtet. Das ist super. Jetzt ist hier nicht mehr dunkel. Da sollten ja auch keine Monster mehr spawnen und so. Wow, genau war, was ich hab, wo ich Angst hatte. Mann. Genau dann musst du kommen, hä? Blöder Creeper. Zum Glück bist du nicht explodiert. Boah, zum Glück habe ich nur rechtzeitig reagiert. Ich muss das hier unbedingt zubauen. Alles. Ich denke, ich baue es doch lieber zu. Sonst kommt wieder ein Creeper und dann gibt es richtig Problems. Ja, komm, ich baue es einfach mal zu hier. So, hier muss auch noch zugebaut werden. Dann baue ich mal einfach mal weiter. Zack, zack, zack. Mann, das Cobblestone könnte ich auch verbraten, Stein ziehen, aber ja. Ich habe jetzt leider keine Erde. Habe ich nur Erde? Nein, habe ich nicht. Und Kies kann ich ja nicht in die Decke reinbauen. Das wird runterfallen. Das ist ja blöd. Ja, dann muss ich wohl mit Dingens. Ich habe gerade die Decke abgebaut. Doch, Mann, bin ich blöd. Mann. Also ich. Ich habe voll Paranoia. Ich habe voll Angst, dass gleich ein Creeper kommt oder so. Okay, der kann dann nicht mehr reinkommen. Weil da ist nur ein großer Block. Und ich denke, dann sollte er auch nicht explodieren. Durch so einen großen Block. Scheiße, wieder baue ich die Decke ab. Ich darf nicht die Decke abbauen. Weil ich habe jetzt keine Steinziege, um die Decke zu bebauen, sozusagen. Ja, ja. Oh, ein bisschen Kohle. Ne? Die Kohle kann ich auch abbauen. Aber später. Wow. Die ganzen Blitze und ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendwie so ein Creeper kommt. Mann, das donnert und blitzt so stark. Mein Gott, und dann, wenn der Blitz einen Creeper trifft, dann gibt es einen Super Creeper. Und wenn er explodiert, dann gibt es Super Problems. Und darauf habe ich echt keine Lust. Und ich weiß gar nicht, wie viel er Schaden macht, aber ich habe doch, denke ich, Explosionsschutz. Habe ich das? Nein, habe ich nicht. Eieiei, ich habe keinen Explosionsschutz, aber ich habe ja Schutz. Nur Schutz habe ich, okay. Das ist blöd, da ich keinen Explosionsschutz habe, also gegen Creeper zumindest. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Damage dieser Super Creeper da macht, falls er von einem Blitz getroffen wird. Bestimmt sau viel Damage. Ja. Jetzt ganz chillig. Jetzt komme ich raus und alles verbrannt. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Boah, ich denke, ihr seht gar nichts mehr. Jetzt gerade unter der Erde. Ich muss mal wieder ausleuchten. Glowstone habe ich da. Oh ja, Blitze zu Ende. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, genau passend. Habe ich daran gedacht. Das ist super.
Zap. Nochmal ausgeleuchtet, dann brauche ich mal weiter in die Richtung. Ja, schon ganz gut mit der U-Bahn. Also mit den U-Bahn-Gängen dran. Das ist super. Zack, 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 zack. Also ich mag das nicht unter Wasser zu bauen. Also das hasse ich am meisten, weil da muss man immer das Wasser zu bauen und so. Aber so ist eigentlich ganz angenehm. Obwohl das, obwohl man den Stein recht lange abbaut. Na, 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 na. Wo ist die Diamantspitzhacke mit Effizienz 4 und so? Ja, wo bleibt die bloß? Ich habe aber leider keine Haltbarkeit, um sie abzugraden. Ich muss mir jetzt erstmal ein Schwert wieder machen. Weil das alte Schwert wurde ja von einem bösen Creeper explodiert, weil ich blöd war. Das war eigentlich auch mein Fehler, dass ich das verloren habe, das Schwert. Das war auch eins meiner großen Fehler. Ja, also ich habe, also ich hatte das Schwert in der Hand und danach, wo ich den Creeper gehört habe, habe ich dann auf jeden Fall das Schwert rausgeholt aus dem Slot da und dann, ja, habe ich dann halt das Inventar zugemacht und danach ist das Schwert rausgefallen aus meiner Hand sozusagen und dann ist der Creeper explodiert und das Schwert lag auf dem Boden und der Creeper explodiert naheliegende Objekte. Also zum Beispiel Erde oder so oder Stein. Also zum Beispiel das Stein, das hier einfach so liegt, das explodiert der Creeper und dann verschwindet das halt. Und dann hat er halt das hier manchmal explodiert und dann war es halt dann weg. Das war halt einer meiner Fehler. Also ja, da war ich halt ein bisschen blöd. Also das konnte man auch vermeiden, aber ja. Ich habe halt Schiss vor Creepern, wenn die immer so explodieren.